Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Wo sich herausgestellt hat, dass... Ja. Hier ist nichts. Also auch wenn Harpien hier sind, sie wollen die... Die fallen ja genauso, heißen die Dinger. Die fallen nicht an sich nehmen. Weil Grund XY. Das ist gemein. Das ist unfreundlich. Das ist nicht korrekt. Gut. Ich probiere es nochmal beim... beim Dingens. Wie heißt's? Beim Bergwerk? Mein Gott. Heute habe ich extreme Wortfindungsstörungen. Aber gut. Das ist ja kein Problem. Sieh ihn dir an, den General. Hoje. Mona del Singo. Okay. Sie kann nur das sagen, also gut. Dann gehen wir weiter. Okay, was können wir sonst noch? Also beim Steinbruch sollten wir vielleicht fündig werden. Vielleicht finden wir ja da neue Sachen. Vielleicht auch nicht. Ich will einfach sehen, ob es irgendetwas bringt, eine Falle zu legen. Wenn nicht, machen wir halt mit der Hauptquest weiter. Ich bin ja nicht ewig dafür. Für den Scheiß. Also. Was soll's. Vielleicht sind die Harpien-Nester noch irgendwo anders. Also bringt es nicht, sie hier alle zu ersuchen. Gut, im Moment kommen hier keine Harpien. Das sieht wirklich kaputt aus. Ja, sieht vollkommen... trostlos aus, also verlassen. Gut, 1, 2, dort oben 3 und ich glaube dort 4. Deshalb die 4 kaputten. Ich glaube auch nicht, dass es mehr gibt. Denn hier hat niemand mehr angegriffen, also ist es hier weg. Der andere Ort, wo es noch welche gab, also Harpien. Diese Orte, ja. Da kann man Fallen stellen, aber sie nehmen sie nicht. Also machen wir bei der Hauptquest weiter. Sonst haben wir keine mehr. Vernon Roche, gut. Gut, dann machen wir Magie auf der Spur. Ja, ich gehe zu Philippa. Die kann vielleicht... Was heißt hier vielleicht? Die kann sicher irgendetwas machen. Gut, der Typ da mit seinem Kostüm. Warum will er unbedingt ein Huhn sein? Ach, keine Ahnung. Und auch Scheiß drauf. Wir gehen jetzt zu Philippa und dann sind wir weiter. Dabei. Wow.
Gut. Also. Wir haben ja schon mal, damals wurde die Quest abgebrochen mit schweren Meister, Herzen. Ich grüße dich. Hallo. Schweren Herzen wurde ja abgebrochen, weil und so. Aber da wir ja die Quest schweren Herzens schon hinter uns haben, hoffe ich mal, dass... Hast du noch mal drüber nachgedacht? Keine Probleme. Ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Jorvet ist doch kein Aufschrei. So, spazieren wir rein. Wir speichern kurz. Und dann, hallo, warte. Hallo, Philippa. Willst du über etwas reden? Aber gerne doch. Saskia, die Drachentöterin. Sheila, der Tankerwelt, ist auf Hänsels Seite. Deine Freundin Sheila versteht sich prima mit Hänselt. Ich weiß, Hexer. Das ist kein Grund zur Sorge. Sheila passt auf, dass Hänselt nicht denselben Leuten zum Opfer fällt wie Foltest. Wir wollen ihm zwar das Pontartal nicht überlassen, aber einen Bürgerkrieg in Kedwin wollen wir auch vermeiden. Gut, ich habe die Aufzeichnung eines Forschers über die wilde Jagd gefunden. Es gibt Hinweise darauf, dass hinter der wilden Jagd eine bemerkenswerte Macht steht. Das muss doch für Zauberer von Interesse sein. Für Normalsterbliche ist immer alles verdächtig, was unverständlich wirkt. Es muss sich natürlich um ein Komplott von Zauberern handeln. Ich bin kein Normalsterblicher. Und ich habe diese Unterlagen gefunden. Sie stammen von einem Forscher, der sein Leben lang... Also meine Schülerin Cynthia interessiert sich für paranormale Phänomene. Frag sie doch mal. Okay, gerne. Ich habe das Artefakt gefunden. Hier ist das Artefakt für Saskias Arznei. Zeig mal. Interessant. Lauwarm, nicht heiß. Als hätte ich dich nach der Sonne geschickt und du kommst mit einer Kerze. Wir brauchen einen Kracher, Geralt. Dies ist ein Zwergentraum. Geraubt und in einen Kristall gebannt. Im Grunde geeignet, aber zu schwach. Also gibt es hier nicht nur gewöhnliche Harpien, sondern auch noch Kelaino. Kelaino? Traumräuberinnen. Die einzige Harpiengattung, die eine gewisse Intelligenz entwickelt hat. Sie können Traumbilder in Kristalle bannen. Ich weiß, dass sie früher in dieser Gegend vorgekommen sind. Die Kelaino leben mit gewöhnlichen Harpien zusammen. In ihren Nestern müsste ich solche Träume finden. Ich nehme an, einer davon wäre mächtig genug. Du könntest durch den Steinbruch zum Nest gelangen, aber das Tor zu den Höhlen ist verschlossen. Und Cecil Burden wird es nicht öffnen, wie ich zufällig weiß. Er ist stur wie ein Bock. Wir dürfen nicht aufgeben. Saskias Leben hängt am seidenen Faden. Lass mich dir zeigen, was in diesem Traum steckt. Sei aber nicht zu leichtfertig mit dem Wissen. Ja, ich spüre ihn. Wessen Traum ist das? Cecil Burdens. Was? Dann gehe ich zu ihm und berede die Sache mit dem Tor. Okay, haben wir dafür Punkte gekriegt? Nein. Wir speichern nochmal. Willst du über etwas reden? Ja, muss man... Denk an das Gegengift für Saskia. Es ist sehr wichtig. Bin gerade dabei. Ich glaube, das machen wir zuerst. Was ist das? Es trägt ja, das kennen wir. Cecil Burden? Doch, es ist genau hier. Ich wusste es. So, rein da. Der ist, glaube ich, ein Stockwerk weiter oben. So, speichern und... Hallo, mein Freund. Ich muss zum Harpyennest. Ich muss da hinein, zum Harpyennest. Ausgeschlossen. Ich weiß, dass die Harpyen Träume sammeln. Einen habe ich gefunden, aber der ist zu schwach. Ich brauche einen stärkeren. Also mach doch bitte dieses verdammte Tor auf. Hör mal, Hexer. Ich möchte durchaus, dass Saskia wieder gesund wird. Aber ich kann doch kurz vor der Schlacht gegen Hänselt keinen Vergnügungspark aus Wergen machen.
Mein Großvater hat dieses Tor verschlossen. Und zwar mit gutem Grund. Stell dir vor, jeder könnte sie sich einfach anschauen, diese Träume. Die Skoyatel, der Adel von Edirn, die Bauern, die Zwerge. Jeder sieht, wovon die anderen träumen. Das wäre das Ende. Aber damit nicht genug. Der Legende nach können sich die ältesten Träume materialisieren. Ich will keine Albträume in den Wergener Gassen. Mach mir auf. Ich beeile mich. Du führst dich auf wie ein besoffener Verehrer. Allmählich werde ich sauer. Welchen Teil von Nein verstehst du nicht? Tja, wo du schon beim Thema bist. Der Traum, den ich gefunden habe, ist deiner. Was redest du da? Gib mal her. Muss ein lästiges Leiden sein. In deiner Position geradezu eine Herausforderung. Man könnte dich beinahe als Abtrünnigen bezeichnen. Immerhin repräsentierst du mit der Würde des Drostenamts eine jahrhundertealte Tradition. Und nun leitest du auch noch die Verteidigung der Stadt? Das wagst du nicht. Denk an die bärtigen Steingesichter deiner Vorfahren. Wie sie nicht voller Stolz, sondern mit Verachtung auf dich herabsehen. Wer weiß, vielleicht behältst du ja dein Amt, aber sie würden für immer über dich reden. Und dein Neffe, das arme Kind. Ich öffne das Tor. Ich habe Skalens Mutter geschworen, bis an mein Lebensende stocknüchtern zu bleiben. Und diesen Schwur halte ich auch. Die Tradition geht mich nichts an. Ich pfeife auf das, was die Zwerge reden. Aber die Moral in Wergen darf wirklich nicht geschwächt werden. Du musst die Sache vergessen. Mein Geheimnis muss einst zusammen mit dir sterben. Verstehst du? Ich verstehe. Und danke, Droste. Ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen bei der Abstinenz. Was? Was? Moment, Standarte, Rittersporns, Metallstück. Noch benötigen Aufzeichnung eines Tagebuch, Trollhorn, Trissband, Hapien-Eischlüssel, Cecils Karte, Immortelle, Kralanhirn, oder Hautzunge, Schlüssel. Was? Rittersponsorie? Aufzeichnung. Kann man das irgendwie nachsehen? Wir haben ja nichts davon gewusst. Phosphoreszierender Kristall, ein Köder für Harpien. Ich weiß gar nicht, was da geredet wurde. Warte. Nee, das geht so nicht. Wir haben ja vorher gespeichert, bevor wir mit ihm geredet haben. Und jedes Mal, wenn es lädt, ist es Bourbons Rundschlüssel. Ah, verdammt, wir haben das Falsche geladen. Ja, komm schon. Automatisch Schnellspeicherung. Gut, das Bild stimmt wie immer nicht überein. Aber was soll dieses Gerumse? Roger Green. Hab hier ein Trophäe. CS-Karte. Moment. Standarte, Rittersporn. Teilstück, Aufzeichnung, es war magischer Kristall. Aufzeichnung eines Forschers über die wilde Jagd. Okay, da ist das magische Kristall. Magisches Kristall. Aber wie kann man das sich ansehen? Ich muss da... Ausgeschlossen. Moment. Ich wollte eigentlich nur nachsehen, ja, was da steht.
Abstinenz. Gut. Dann gehen wir mal runter. Und warum nach dem Laden immer dieses Gewackel kommt, keine Ahnung. So, badadam. Aber gut. Also los, wir finden das magische Artefakt. Hast du nochmal drüber nachgedacht? Ich bin unentschlossen. Was gibt's da zu zaudern? Ja, ja, unentschlossen. Aber das ist gut. Ah, ja, 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 ja. Spar dir die Tricks. Hallo, meine Liebe. Adieu. Danke für die Hilfe. Ich dachte, wir könnten mit ihr darüber reden, über... Lass einen von denen rein, gleich ja. Macht sich der ganze Stamm bei dir. Ich dachte, wir können über die Welt der Jagd mit ihr reden, aber scheint nicht so zu sein. Gut. Dann können wir uns mal gegen die Harpien einsetzen. Und los geht's, los, los, los. So. Dann gehen wir halt wieder da runter. Wie immer halt. Mit dem Kopf durch die Wand. Also, und Träume können sich manifestieren. Also die alten Träume. Das könnte gut gehen. Oder besser gesagt, das könnte spannend werden, denn... Von was träumen wohl die Leute? Also die Leute. Also gut. Wir haben es ja gleich geschafft. Wir sind ja gleich da. Endlich. Hier wurde gespeichert, Tür geöffnet. Ich würde die Tür ab... also zuschließen. Da wir wissen, dass hier Harpien sind. Au. Verfluchte Biester. Okay. Also wie es scheint, wollten sie meinem Kristall, also meine Falle nicht. Gut. Komm schon. Ah. Ich spiele in letzter Zeit so viele verschiedene Spiele mit verschiedenen Steuerungen. So. Okay, das ist gut. Und jetzt gehen wir weiter. Ah. Perfekt. Gut. Ein weiterer Nest wurde zerstört. Gedwinische Rüstung, okay. Und weiter. Alle? Nein, nein, nein. Ah, verdammt. Also, ich habe keinen Knall gehört.
Aber das ist auch kein Problem. So, muss mich an die Störung wieder gewöhnen. Gut. So. Wow. Sehr gut, mein Auftrag wurde erfüllt. So. Also gut, wir haben alle Nester kaputt gemacht. Jetzt einfach runtergehen. Und kurz speichern. Das Königshaupt. Bring es Sheila, du weißt wohin. Sie gibt dir Geld und weitere Befehle. Schwer. Wie soll ich damit durch den Wald kommen? Ich kann ja kaum das Schwert ziehen. Du gehst unbewaffnet, in einfachem Gewand. Lass dich möglichst nicht sehen. Wenn jemand Fragen stellt, dann bringst du der Zauberin eine Wurst. Ist doch lächerlich. Es stinkt nach Essig. Wird einen festen Sack brauchen. Na los und jammer nicht, wir haben keine Zeit. Okay. Der Königsmörder. Letos Traum. Schaut die Träume aus. Okay. Also gegen so einfache Gegner ist das hier einfach. Also einfach im Sinne von, das Kämpfen ist einfach. So ähnlich einfach wie gegen Necker. Deshalb brauche ich hier keine großen Kampffähigkeiten. Aber ich glaube, für den Rest Projektor verwenden. Fortgehen. Letztes Traum, das habe ich schon angeschaut. Mit Hilfe des Projektors an. Gut. Kristall, gut. Hallo, meine Freunde. Bist du aber hässlich. Gut. Alle sind weg. Aha, da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Gut. Dann Magie auf der Spur, okay. Hier haben wir auch. Oh, doch hier. Ich dachte, die sind vernunftbegabt. Oder zumindest intelligent. Ich glaube, die sollten wissen, dass sich gegen uns anzulegen nicht gerade gut für ihre Gesundheit ist. Aber gut. Es sei ihnen verziehen, dass sie ja nicht besser wissen.
Zwittwinnische Rüstung. Ah, da. Hallo und sterbt. Gut. Aber bevor ich es vergesse, will ich... Okay, die ist schlechter als die hier. Gut. Vielleicht waren sie länger irgendwo rumgelegen und sind deshalb kaputt gegangen. Gut, ich gehe dann mal hier entlang. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Ja. Oh, wie scheint, gibt es nur 3 Träume. Also 3 zusätzliche. Sonst habe ich hier keine mehr gefunden. Gut. Silberner Kristall, ja. Oh Götter, sie kommen! Sie dürfen mich nicht kriegen! In die Werkstatt! Dort finden sie es nie! Nur über meine Leiche, Dex Kerli! Nie erfahrt ihr das Geheimnis des Meisters Baltimore! Okay. Okay, Baltimores Traum, grüner Kristall. Du bist so wunderschön wie eine Elfe. Komm her zu mir, du Held. Vögel mich in der Scheune. Hab ich ein Glück. Wollt bloß mit den anderen ein bisschen würfeln. Hol sie auch. Amüsieren wir uns. Traum eines Bauerns. Ah, ich dachte, das wäre... Ja, Saskias Traum. Okay. Drachentraum. Okay. Finde Baltimores Haus in Bergen. Stufenaufstieg. Sehr gut. 3 Punkte wollen wir sie hier investieren. Nein. Wenn wir noch Punkte übrig haben, dann ja. Okay, was haben wir hier? Ja. Dann eine Energie mehr, wir machen mehr Schaden und hier. Die Reichweite plus 2 und dann plus 6. Und dann Quen muss das unbedingt her. Gut. Also Baltimores Albtraum. Also, was haben wir sonst noch jetzt erhalten für Quests? Die Harpier. Aha, den Großteil der Harpiernässe hat er erwischt. Es würde viele Jahre dauern, bis sich die Monsterpopulation von diesem Schlag erholt hätte. Geralt ging mit breiter Schulter zur Brust zu Cecil Borden, um seine Belohnung im Empfang zu nehmen. Harpierkönigin. Die Königin der Harpier versucht es mit ihren Krallen und denen ihrer Kolleginnen.
Und doch Geralt rupfte sie wie ein Hühnchen. Mit der Trophäe kehrte er zum Drosten zurück. Okay. Bad Königsmörder. Eine weitere Spur auf den Dämmerwärts Todverlass. Wiederkehrende Erinnerung. Symbol des Hasses. Eine Frage auf Leben und Tod. Gut. Es sind schon 30 Minuten vergangen. Warte. Hallo. Okay. Aber der Traum eines Bauers war interessant. Um ganz ehrlich zu sein. Das hätte ich nicht erwartet. Hatten wir den schon? Ja, den haben wir schon. Okay. Dann schauen wir uns noch den blauen Traum an. Das könnte aufschlussreich sein. Okay, das machen wir noch in dieser Folge, aber dann geht es ab in der nächsten Folge. So, gut umsehen. Nichts. Okay. Blauer Kristall. Esset Ma'on, Talleste Impedon, Iluren mit Ilurien, Feredain Ma'on, Oil Daumas. Ist das Jorvats Traum? Jorvats Traum, ja. Moment, da war doch gerade noch etwas. Ach so, ja, das war das von vorhin. Gut. Also, liebe Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.